Mit oder ohne Koffein? Wissen Sie, ich gehöre zu diesen Leuten, die, wenn sie Kaffee sagen, auch Kaffee meinen. Und gehe ich recht in der Annahme, dass die Auswahl dieses Etablissements wahrscheinlich rein makrobiotisch bereits Teil meiner Umerziehung ist? Nein, ich wollte mir nur lange Wege sparen für den jederzeit möglichen Fall, dass wir uns nicht einigen sollten, Herr Kilian. Na, da verstehen wir uns, Frau Hartl. Jetzt mal stopp! Langsam! Dieses Treffen hat doch einen Sinn. Es hat den Sinn, auszutarieren, inwieweit die Idee einer mobilen Ernährungs- und auch allgemeinen Beratung überhaupt denkbar wäre. Moment, wieso jetzt plötzlich allgemeine Beratung? Weil ein Magenproblem niemals ein zufälliges und vor allem auch nie ein isoliertes Problem ist. Man muss das im Kontext des großen Ganzen sehen. Des großen Ganzen, ja, ja. Vor allem muss der Patient eiserne Disziplin haben. Das ist etwas, woran ein Hitzkopf, also ein sanguines Temperament wie Sie, arbeiten muss. Wobei Sie meinen Anweisungen bedingungslos zu folgen hätten. Bedingungslos ist ein Wort, das ich ziemlich ungern höre. Vermutlich hören Sie sowieso am liebsten sich selber zu. Aber Ihr Magen scheint das nicht sehr zu bekommen. Wissen Sie was, Frau Hartl? Ich mag Sie nicht. Na, da hätten wir doch schon eines gemeinsam. Ich mag Ihre Kleidung nicht, ich mag Ihre Art nicht und vor allen Dingen mag ich nicht die Aussicht, dass irgendein Mensch, außer vielleicht mein Chauffeur, mich 2 Wochen lang auf eine Lesereise begleitet. Nur aus Neugierde, was ist das Schlimme daran? Bei einer Lesereise handelt es sich immer um zweierlei. Einerseits um die kalkulierte Aktion von Seiten des Verlages mit rein ökonomischen Zielen. Andererseits aber, nämlich beim Schriftsteller, um eine Art Auszeit. Er wird herausgerissen aus der sicheren Welt seiner Schreibstube und hineingeschleudert in eine Welt voller Unbilden und Imponderabilien. Fremder Menschen, zugiger Hotelzimmer und unkalkulierbar schlechter Restaurantessen. Da er um das Archetypische der Reisesituation, die ja ein Bild für unsere Existenz hier an sich ist, weiß, zieht bei all dem sein Leben wie eine Metapher an ihm vorbei. Und daher muss er im Regelfall alle Kräfte mobilisieren, um sein inneres Gleichgewicht zu bewahren. Und insofern handelt es sich bei einer Lesereise um eine psychologisch äußerst fragile Ausnahmesituation. Und was er bei all dem am wenigsten brauchen kann, ist eine selbsternannte Bioprophetin, die auch noch Expertin für das große Ganze ist und ihn jedes Mal, wenn er sich eine Zigarette anstecken will, anschaut wie das jüngste Gericht persönlich. Und deshalb werden Sie an meiner Lesereise nur über meine Leiche teilnehmen. Wir vom Verlag sind alle sehr dankbar, dass Sie sich bereit erklärt haben. Herr Pögen, der Verlagschef, bat mich explizit, Ihnen seine ganz persönliche Hochachtung auszusprechen, dass Sie diese Herausforderung annehmen. Ach, wissen Sie, ich bin schon mit ganz anderen Klienten fertig geworden. Morgen. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe auch gar nichts gesagt. Unsere Vereinbarung bezieht sich ausschließlich auf Ihre Beratertätigkeit, nicht auf irgendwelche Höflichkeitsfloskeln. Also gut, dann berate ich Sie hiermit. Ich rate Ihnen, mich freundlich zu begrüßen. Ihr Magen wird nämlich dankbar sein über jedes kleine Signal, dass die Welt nicht nur aus Feinden besteht. Ach so. Ja, in dem Fall wünsche ich Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und eine gute Reise. Wie nett, dass Sie das sagen. Ihnen auch. Und vergessen Sie nicht, sich anzuschnallen. Oh, wie aufmerksam.
Drehen Sie jetzt durch, oder was? Ich verweise Sie lediglich auf die Modalitäten unserer Vereinbarung. Heißt das, ich habe keinen eigenen Willen mehr? Das heißt, dass Vitamine für Ihren Organismus wesentlich hilfreicher sind als eine Mahlzeit, die fast ausschließlich aus Kohlenhydraten besteht. Geht's vielleicht noch langsamer? Ich kann ja auch erstmal Pause machen, du Wichser. Oh, hier haben Sie ein modernes Stück Deutschland in seiner schönsten Form. Eine Autobahnraststätte? Genau, das sollen Sie denken. Aber es gab einmal eine Zeit, wo Autobahnraststätten kultivierte Oasen der Erholung waren. Allerdings nicht für lang. Es gab bezogene rustikale Stühle und es gab Tischdecken. Ein freundlicher, meist schon etwas älterer Kellner trat mit einem Lächeln auf den Lippen an ihren Tisch und fragte, Sie wünschen? Kurz, es gab eine Art stille Übereinkunft, dass das schöne Wort Gastfreundschaft hier noch seine Gültigkeit hatte. Aber irgendwann in den frühen 80ern begannen sich Autobahnraststätten zu verändern. Die gemütliche Inneneinrichtung wurde ersetzt durch helle, pflegeleichtere, kistenförmige Massenware und auch der Kellner. Der gute Kellner war plötzlich spurlos verschwunden. Stattdessen gab es ein modernes, ein supermodernes Zauberwort und das hieß Selbstbedienung. Und alle liebten das Wort. Und so stehen wir nun hier und warten in unserer Schlange und dürfen uns im Fall einer berechtigten Klage auch noch darüber freuen, als Wichser bezeichnet zu werden. Und wenn wir dann glücklich unser Tablett eigenhändig zurückbringen, dann wissen wir, dass es wahr ist, was eine Riesenkampagne, eine flächendeckende Kampagne uns eingebläut hat. Ja, du bist Deutschland. Kompliment. Reden können Sie. Vielen Dank. Beten wir, dass Sie Ihr Metier genauso gut beherrschen. Das ist einmal für Frau Hartl. Dankeschön. Und einmal für Sie, Herr Kilian. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Das Frühstück ist dann von 7 bis 10 Uhr gleich hier vorne im Frühstücksraum. Gut. Es ist jetzt 18.37 Uhr. Was soll denn das werden? Ein Uhrenvergleich? Ich werde in etwa 10 Minuten noch mal auf Ihr Zimmer kommen. Eine grauenhafte Vorstellung. Reicht es Ihnen nicht, dass Sie mir meinen Kaffee mal nicht gemacht haben? Herr Kilian, wie es in Casablanca heißt, dies ist erst der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir sind in Wolfsburg, Frau Hartl. Aua! Hey, sie tun mir weh. Ja, es ist die Galle. Ja, das tut trotzdem weh. Und seit wann haben Sie dieses Grummeln? Tja, so ein halbes Jahr, ein Dreiviertel.
Also über ein Jahr. Wenn Sie alles wissen, warum fragen Sie dann? Und vor einem Jahr? Ist da was Besonderes passiert in Ihrem Leben? Nein. Nein, nein, nichts. Ich hätte sonst die Verbindung durchaus selber hergestellt. Natürlich. Ist es eigentlich nur ein Grummeln? Im Wesentlichen ja. Manchmal ist dann noch so ein leichtes Ziehen. Aha, wo? Ja, jedenfalls nicht in den Füßen. Also irgendwo da. Und manchmal auch da weiter oben. Ah ja, ich verstehe. Etwa. Und würden Sie mich an Ihrem zweifellos sehr tiefen Verständnis teilhaben lassen? Sobald ich soweit bin, sehr gerne. Zurzeit mache ich mir noch ein allgemeines Bild von Ihnen. Dann wollen wir doch hoffen, dass dieser Teil Ihrer Arbeit nicht zu lange dauert. Was machen Sie da? Womöglich ist das Teil eines primitiven Glaubenssystems. Dr. Küppler meinte, dass Sie regelmäßig gegen 4 Uhr von Ihrem Grummeln geweckt werden. Ja, stimmt. Sie werden morgen früh bis 7 Uhr schlafen. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ach, und ich fand das sehr schön, was Sie heute vorgelesen haben. Wie haben Sie das gemacht? Beruhigen Sie sich. Ich habe gar nichts gemacht. Dankeschön. War das so eine Art Hypnose, wo Sie gesagt haben, ich schlafe bis um 7? Machen Sie das nie wieder. Lassen Sie Ihre Finger von meinem Unterbewusstsein. Sie haben etwas gemacht. Ich habe was gemacht. Was habe ich denn gemacht? Genauer, Sie haben etwas nicht gemacht. Nämlich einen schwarzen Kaffee, also eine äußerst säurehaltige Flüssigkeit, kurz vor dem Schlafengehen gegen Ihre Magenwände schwappen lassen. Kaffee ist eine der ältesten Kulturpflanzen unseres Planeten. Ohne Kaffee wäre die Entdeckung Amerikas und die bemannte Raumfahrt völlig undenkbar gewesen. Halten wir doch einfach fest, dass Sie seit einem Jahr zum ersten Mal durchgeschlafen haben. Habe ich eventuell ein Recht zu erfahren, warum wir plötzlich Landstraße fahren? Es tut mir wirklich leid, aber er hatte das schon einmal. Damals meinte der Mann von der Werkstatt, man solle nicht mehr schneller als 70 fahren. Mit anderen Worten, wir haben gestern auf der Autobahn Kopf und Kragen riskiert. Aber ist doch viel schöner so. Was ist daran bitte viel schöner, wenn ich die doppelte Zeitspanne direkt neben Ihnen sitzen muss? Man kann sich besser entspannen. Wenn man will, jedenfalls. Und man sieht viel mehr von der Landschaft. Wie wahr. Goethe hat ganz Europa per Postkutsche bereist. Er galt ja als Universalgelehrter. Ein Experte fürs große Ganze, Frau Hartl. Ich bin sicher, er und Sie hätten sich blendend verstanden. Andererseits, wenn Goethe Sie näher kennengelernt hätte, dann hätte er Faust mit einem Magengeschwür ausgestattet. Und dann wäre das Stück schon vor dem ersten Auftritt Mephistos zu Ende gewesen. Und Sie wissen ja, Frau Hartl, eine Geschichte ist immer nur so gut wie der böse Bube darin. Interessant, dass Sie Mephisto erwähnen. Ich muss auch gerade an ihn denken. Die Lesung beginnt in einer Stunde. Es ist noch weit. Ich habe nämlich Hunger. Am
Aber der Weg wird sich lohnen. Der Ritter ist eines der renommiertesten deutschen Speiselokale. Schon das Ambiente des Saals bürgt für Tradition, Stil und höchste kulinarische Qualität. Es ist ja auch schön, Orte wieder zu besuchen, die man von früher kennt. Das ist nicht nur schön, es ist sogar sinnstiftend. Man weiß, man wird gleich gut essen. Und dabei gehen einem die Erinnerungen durch den Kopf. Sowas braucht man eben als Mensch. Woran erinnern Sie sich eigentlich? Daran, wie schlecht Sie den Kellner behandelt haben? Es ist gleich um die Ecke, meine Liebe. Da haben Sie den Beweis. Alles geht hier den Bach runter. Ich weiß, das ist schrecklich, aber das ist eben der Lauf der Zeit. Das ist nicht der Lauf der Zeit. Das ist die systematische Auslöschung jeglicher Art von kultureller oder persönlicher Individualität. Es ist Nivellierung. Wir nähern uns einem Punkt, wo jede Innenstadt jeder anderen Innenstadt bis aufs Haar gleicht. Ich meine, architektonisch ebenso wie städteplanerisch, vom kulinarischen ganz zu schweigen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nicht so ausdauernd von der Seite her anstarren würden, als wäre ich ein grober Bierkutscher, der dauernd um sich schlägt. Glauben Sie, ein Mann, der 20 Bücher geschrieben hat, ist ein bisschen doof? 17. Wie? Ich habe Sie gegoogelt, es sind nur 17 Bücher. Also sind es eben nur 17. Trotzdem verbitte ich mir diesen Blick. Mir ist schon klar, dass in Ihrer Welt voller Wale, Delfine und Kristalle für kritisches Denken kein Platz ist. Oh, ich liebe kritisches Denken. Aber Ihr Magen scheint es nicht besonders zu gutieren, dass Sie sich pro Stunde 40 Mal ärgern. Ich ärgere mich nicht! Ich bin so, verdammt nochmal! Sie wissen ja sowieso alles über mich. Und wenn es nicht falsches Essen ist, dann ist das irgendein traumatisches Erlebnis, das ich natürlich verdränge. Was darf es denn sein? Eine schmerzhafte Trennung vielleicht, aber gern. Oder wie wär's mit dem Verlust eines Familienangehörigen? Warum denn nicht? Das ist auch sehr beliebt. Oder hätten Sie lieber irgendeine ein dunkle Urangst, die mir schon im Mutterleib zu schaffen machte? Hab ich was vergessen? Ach ja, ja. Meine beiden Eltern sind tot. Wahrscheinlich ist es das. Aber es ist merkwürdig. Dieses Schicksal teile ich mit etwa 3,7 Milliarden Menschen, von denen die meisten kerngesund sind. Haben Sie sich beruhigt? Ich war selten so ruhig. Das war alles sehr beeindruckend. Und wie Sie auch im Zorn noch so blendend formulieren. Kompliment. Danke sehr. Sie wissen ja, Schriftsteller sind quasi süchtig nach Lob. Einsame Menschen. Ja, Sie haben nur eins vergessen. Ja, da wette ich, dass Sie mich gleich aufklären. Sie haben es am Magen, Herr Kilian. Frau Hartl. Haben Sie mal den Misanthrop von Molière gesehen oder gelesen? Ja, wieso? Weil es zwischen dem Misanthropen von Molière und mir gewisse Parallelen gibt. Er hielt einer extrem gefallsüchtigen Welt den Spiegel vor. Weil er unbestechlich war. Deswegen hatte das Stück auch keinen Erfolg, weil die Welt so etwas eben nicht hören und nicht sehen will. Aber ist seine angebliche Unbestechlichkeit nicht nur eine Pose? Hinter dir bloß mürrische Menschenverachtung steckt? Also ich kenne die gängigen Interpretationen, diese sowieso. Aber ich wollte sie nicht gleich überfordern. Aha. Haben Sie deshalb auch nicht erwähnt, dass dieser Mann eine junge Freundin hat, die nicht mit ihm aufs Land ziehen will, weil er ein alter Sack ist? Einen Moment. Ein Moment lang überlegte Wernicke, ob er Birgit doch noch um eine Aussprache bitten sollte, aber da tunkte er sein Schokoladencroissant ein und sah zu, wie die Schokoladenfüllung zu schmelzen und langsam in den Kaffee zu fließen begann.
Vor allem auch wahnsinnig plastisch. Mit diesem Ehepaar auf dieser spanischen Insel. Das wirkt alles so echt. Ich habe mich gefragt, ich hoffe, das ist nicht zu privat, aber haben Sie das selbst erlebt? Also ehrlich gesagt, autobiografisches hat mich nie besonders interessiert. Dann müssen Sie einfach ein großartiger Beobachter sein. Ich meine, allein diese unaussprechliche Sprachlosigkeit zwischen den beiden und dieser Schokoladencroissant. Da steckt eine ganze Welt drin. Das Leben dieser zwei Menschen, das im Café zerfließt. Unaussprechliche Sprachlosigkeit, das haben Sie sehr schön gesagt. Schreiben Sie selber, da haben Sie mal geschrieben. Sie haben so einen Sound. Das war wunderbar. Ich habe eigentlich furchtbar Hunger. Dürfte ich Sie zum Essen einladen? Mich? Ja, tun Sie mir den Gefallen. Wenn ich Ihre Bücher lese, dann fühlt sich das immer an wie so ein Schweben. Ja, manchmal glaube ich, verspüren zu können, wie Ihre Finger über die Tasten gleiten. Ja. Das Schreiben hat tatsächlich nicht nur mit Denken zu tun. Der Prozess selbst hat wirklich etwas eher Mechanisches. Es schreibt, wollen Sie sagen? Nein, ich schreibe. Also das mache ich schon noch selbst. Ah ja, natürlich. Oh. Oh. Na dann, guten Appetit. Es scheint nicht jeder begeistert über unser kleines Tête-à-tête zu sein. Entschuldigen Sie, einen Augenblick, ich bin gleich zurück. Was soll denn das werden? Spionieren Sie mir jetzt schon nach? Nein, ich kam einfach hier vorbei und dann habe ich Sie gesehen. Und zufällig kam auch gerade in dem Augenblick Ihr Essen. Sie lügen. Wie lange stehen Sie schon hier? Ich lüge? Sie bestellen sich in Ihrem Zustand eine Schweinshaxe und behaupten, dass ich lüge? Ich habe nie versprochen, dass ich Ihretwegen mein ganzes Leben umkrempeln werde. Das verlangt auch niemand. Ja. Sie sind ja eifersüchtig. Im Grunde stehen Sie hier nur wegen dieser Frau. Nein, Kilian. Ich stehe hier wegen Ihnen. Und mittendrin in all dem war ich, Heinz Kilian, der neue Komet am deutschen Literaturhimmel. Und vielleicht hat mir das ja nicht gut getan. Selbstkritik? Was ist das sonst nicht Ihre Art? Plötzlich dieser Ruhm. Dass alle was von mir wollten, auf einmal saß ich in Talkshows und merkte nicht, wie gerade mein Leben vorbeiging. Und dann kam Guillaume und dann kam Schmidt und dann kam das konstruktive Misstrauensvotum. Dass das der Anfang von 16 Jahren Kohl war, ahnte ja damals noch keiner. Tja, und da stehen wir nun mit Privatfernsehen und Big Brother. Sex und Geiz ist geil und immer noch günstigeren Telefontarifen und immer noch neueren, geilen Superstars. Und haben Sie mal einen Blick auf die Spiegel-Bestsellerliste geworfen? Harry Potter, Cornelia Funke, Der Herr der Ringe, die Chroniken von Narnia. Die 15 erfolgreichsten Bücher Deutschlands sind Kinderbücher. Und es sagt keiner was dazu. Weil dieses Land schon längst den geistigen Bankrott angemeldet hat. Ja, aber was kann man tun? Nichts kann man tun. Der Zug ist abgefahren. Vielleicht habe ich ja zu lange geschwiegen dazu. Und vielleicht denke ich zu viel über mich selber nach, über mein Leben. Was gut, was schlecht, habe ich darauf geschissen. Was kann es noch sein? Und wie viel Zeit bleibt mir noch? Aber Sie haben doch noch Zeit. Sie haben doch noch Kraft.
Bitte kommen Sie raus hier. Kommen Sie raus, Sie sind im falschen Auto. Mann, Bele. Ja. Sind Sie bescheuert? Ich weiß schon, dass das ein Klischee ist, aber ich sag's trotzdem. Das wird Ihnen gut tun. Trinken Sie einen Schluck. Der Verlag ist in Schwierigkeiten. Sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die das Haus möglicherweise zum Einsturz bringen könnten. Aber davon hat mir Werner gar nichts erzählt. Weil er sie nicht belasten wollte. Diese Lesereise, das war seine Idee. Aber das ist doch ökonomischer Irrsinn. Diese Reise kostet nicht unter 3000 Euro. Er kann doch nicht ernsthaft glauben. Er greift nach jedem Strohhalm. Er denkt, vielleicht wird man wieder auf sie aufmerksam. Deshalb hat er auch zugestimmt, die Übernachtungskosten von Frau Hartl zu übernehmen. Das treibt ja die Kosten noch mehr in die Höhe. Ja. Sagen Sie das mal einem Mann, der Angst hat. Jedenfalls, er hat mich beschworen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Kosten zu drücken. Und deshalb übernachten Sie im Auto? Ich arbeite seit 17 Jahren für den Verlag. Was glauben Sie, was passiert, wenn er untergeht? Ich bin über 40. Ich möchte noch ein weiteres Einzelzimmer. Gebucht sind nur zwei. Jetzt bestelle ich aber noch eins, oder ist Ihnen dieser Sachverhalt zu komplex? Und rechnen Sie das bitte separat ab über meine Kreditkarte. Was tun Sie denn? Ich bestelle Ihnen ein Zimmer. Aber ich... Und ab jetzt werden Sie in jedem weiteren Hotel ein weiteres Zimmer für Sie selbst bestellen. Und wenn Sie das nicht tun, dann werde ich diese Reise auf der Stelle abbrechen. Ebenso, wenn Sie versuchen sollten, dieses oder auch nur ein einziges der weiteren Zimmer über den Verlag abzurechnen. Sie sind ein guter Mensch. Danke. Na klar. Herrgott, wo bleibt denn diese Frau schon wieder? Sie sehen meine Frau. So sind Frauen. Das ist ein schöner und tiefer Gedanke, Behling. Haben Sie mal daran gedacht, einen Roman zu schreiben? Nein, nein. Aber ehrlich gesagt, Herr Kilian, ich versuche mich ein wenig an Gedichten. Ah ja? Das hier, das ist von gestern Nacht. Das? Das heißt Unter den Wolken. Ja, das steht sogar auch da drüber. Ja. Das war, weil, also, ich war erst total traurig und dann kam sie und... Also, was ich ausdrücken wollte, war, dass... Also, wir alle leben jeden Tag unser Leben. Aber meistens...